Nun, solche Versprechen sollten nicht leichtfertig gegeben werden, wenn sie nicht eingehalten werden können. Nun, jetzt erwartet ihr etwas Schriftliches von mir? Glaubt, ich bin so dumm? Ich Natürlich denke, der nicht. Captain meint eher, dass wir natürlich nicht versprechen wollen, dass wir dies alles leisten können. Aber wir sind natürlich bereit, uns der Sache anzunehmen. Nun, ich habe euch zumindest ein Angebot unterbreitet. Sollte Nareb Zornbrecht in, sagen wir, 2 Wochen das Zeitliche segnen und Goldo Paligan ebenso, dann werde ich euch mit 100 Ordenskriegern jeweils unterstützen. Ihr könnt euch natürlich frei aussuchen, was ihr bekommt. Und sagen wir so, wenn beide abdanken, permanent und in Borons Reich einziehen, dann lege ich sogar die Fremdenlegion obendrauf. Habt vielen Dank für dieses großzügige Angebot. Wir werden es in Betrachtung ziehen. Mit den Florios werde ich auch so fertig. Sagt, könnt ihr uns vielleicht ein wenig mehr über die beiden, eure beiden Mitgeranden erzählen? Über Narab? Vorzugsweise. Ein brutales Schwein. Wie gesagt, Torvaler im Blute, das wird man ihm wohl auch nicht mehr austreiben können. Die ganze Familie ist, komm, wie gesagt, nur Resan ist der Einzige, der etwas Anstand bewahrt. Ja, eine der blutigsten Familiengeschichten aller Granden. So sind sie, die Torwaller. So sind sie. Dabei blickt er einmal zu Abelmir. Ich bin wie eine Maske. Ich verziehe kein Gesichtsmuskel. Ja, Zayana Ulfert ist ja bereits verstorben, aber die alte Dame hatte sowieso. Eigentlich war sie. Ich glaube, sie ist die ganze Zeit im Schlund umhergelaufen, verwirrt auf ihre alten Tage, warum auch immer sie dort war, aber sie war nie ein Problem. Hoffen wir mal, dass ihre Nachfolger sich genauso leicht im Zaum halten lassen. Tja, zu ihnen weiß ich noch nichts. Mal sehen. Sind unsere beiden speziellen Ziele denn in irgendeiner Art und Weise besonders gesichert? Habt ihr etwas? Selbstverständlich. Goldo ist der Vorsteher des Hauses Polygon. Goldo, der Großartige, der auf einem Schlinger reitet. Ja, man kennt das. Ach naja, ein Schlinger lässt sich auch bezwingen, also. Ihr könnt davon ausgehen, dass Goldo und auch Narep zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen haben, aber nun, die habe ich auch. Dabei blickt er einmal zu seinem Leibwächter. Nun, wir sind mit anderen Kalibern fertig geworden. Ja, aber jede Information hilft. Also, wenn ihr etwas wisst. Ich gebe mich wenig mit ihnen ab und seit einem gescheiterten Mordanschlag auf Narab zieht er sich wohl auch weiter zurück und verlässt nur sein Haus, wenn es in die Arena geht. Wie vor 2 Tagen. Oh. Aber keiner von den beiden ist ein Magier, oder? Meines Wissens nicht. Sie haben vermutlich mehr als einen in Ihren Diensten. Davon können wir ausgehen. Davon gehe ich auch aus, aber es ist ja immer wichtig zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Nun, wie gesagt, ich gebe mich nicht mit ihnen ab. Goldo ist so sehr arrogant, dass ich keine Lust habe, mich mit ihm abzugeben. Und je näher ich ihm bin, desto wahrscheinlicher ist, dass er etwas gegen uns plant. Also, nein. Sagt mir, ich kenne mich leider nicht so gut aus. Wer ist Goldo Polingans designierter Nachfolger? Denn sein Sohn ist ja unpässlich. Sein Sohn? Warum ist er unpässlich? Amato? Und ich würde ihn nicht ganz so begabt wie Goldo einschätzen, aber er ist zwar ein Ugolines, aber Amato ist. Man kann ihn einfach kontrollieren, denke ich zumindest. Ist er denn also sein designierter Nachfolger? Er ist zumindest sein Sohn und danach fragt er dir. Verzeiht, anderer Sohn. Nicht so wichtig. Nun, es gibt natürlich Cesario Paligan, der sitzt irgendwo in der Universität. In meinen Augen muss man nicht sehr viel von ihm halten. Rotos Paligan verwaltet die Boron-Kirche. Und dann gibt es noch irgendwelche Verwandten in Gareth. Ich glaube, er ist mittlerweile ein Geheimagent oder so etwas. Oh, meint Rondega. ihr? Ah, den kennen wir gut. Ich denke nicht, dass er Ambitionen hat, in die Heimat zurückzukehren. Überhaupt klingt niemand seiner Anverwandten sonderlich ambitioniert, sich um seine Stellung zu bemühen.
Er ist der Großartige und hat wohl noch vor, viele weitere Jahre zu leben. Nun, wir werden sehen, wie das Schicksal spielt. Habt jedenfalls vielen Dank für das produktive Gespräch. Wir kommen auf euch zurück. Ein Leben gegen 100. Ich denke, das ist fair. Und nun sammle ich meine 7 Gefährten. Naja, 4. Und wenn sonst niemand mehr was hat, verziehen wir uns. Dann trefft ihr draußen wieder auf Rafi. Begleitet werdet ihr selbstverständlich wieder von Rassier, der euch dann zum Ausgang bringt und euch, Diesmal nicht von Cecil? Nee, von Rassier. Okay. Der Cecil war ja nur am Ausgang und ist dann einfach hier rausgegangen und dann irgendwie runter. Hätte er sein können, dass er nochmal zum Feigsten zurückgekommen ist. Nee, der hat sich nämlich nur den Arsch von Zulamin angeguckt und ist dann wieder zum Fahrstuhl gegangen oder so. Wir wissen beide, dass er gegangen ist, weil Abel mir ihn so hart verbrannt hat. Gut. Ja, Rafim. Ja, lass uns auf den Rückweg. Nein, nicht auf den Rückweg. Wir wollten ja noch zu Kukris und Abel mir hat eine Vorstellung. Das Gespräch war milde produktiv. Ja, was habt ihr erwartet? Nun, wir haben einmal mehr versucht, das Korn aus Oron an den Mann zu bringen. Mehr oder minder erfolgreich. Wir werden sehen. Ja, aber folgt mir. Wo wollt ihr denn zuerst hin? Nun, ich habe einen Besuch in der Villa Wehlmann eingeplant. Wie ihr möchtet, Kapitän. Ich denke, den Weg finde ich alleine. Ihr müsst mich nicht begleiten. Ja, die ist da hinten. Ich begleite euch nicht, weil ihr den Weg nicht findet. Ah, ich verstehe. Begleite euch zur Sicherheit aller. Eurer und deren. Ja, so könnt ihr den Sandweg entlang spazieren, wieder zahlreiche nette Grandessas, die dort im Vorgarten spielen, vor allem dann bei den Paligans, die unglaublich viele Kinder haben, und bei den Ulfarts im Garten könnt ihr eine ganze Menge an Wachen erkennen und Umbauarbeiten, die da wohl stattfinden, sowohl von Sklaven als dann eben auch von Wachleuten, von Dukatengardisten, die da angeworben sind, und die Tore der Ulfarts stehen wohl auch offen, aber auch viele Wachen, die dann eben auch dafür sorgen, dass man da nicht ein- und ausspaziert. Irgendein Verwalter, der da wohl hinter den Sklaven herruft und das Ganze dann eben dirigiert, während ihr dann seht, wie da wohl irgendwelche Elefanten hin und her geführt werden. Ja, dann steht ihr vor dem Anwesen der Kugris und der weitere Weg, der dann Abel mir in die Finsternis der Wilmans führen würde. Nun, Herr Voltax, wenn wir da sowieso hier sind, werde ich mich euch anschließen, ja? Ja. Aber ihr übernehmt das Reden, ich werde mich ein wenig im Hintergrund halten. Ist in Ordnung. Wir können ihn ja trotz allem um Finanzierung bitten. Versuchen können wir es. Mehr als Nein sagen kann er wohl nicht. Dann können wir uns selbst ein Bild machen. Und seine Reaktion studieren. Und wenn das darin genauso läuft wie bei Bonaret, dann bleibe ich lieber hier draußen bei Rafim. Ich will mich nicht anstrengen müssen, keine Miene zu verziehen. Aber ihr kennt die Kugris doch. Ich kenne Koragon. Das war's. Na gut. Dann sollten wir wohl hineingehen. Mal schauen, was wir in Erfahrung bringen. Ja, und dann würden wir reingehen. Ja, Boltax, Diamantus bleibt mit Rafim draußen. Abelmir geht zu den Wilmans. Zulamin kommt auch mit, ne? Genau. Dann seid ihr zu dritt. Ja, das Gebäude der Familie Kugris. Genauso gewaltig, allerdings finsterer sieht es aus, wie auch schwarze Mahagoni gefertigt und irgendwie das schwarze Basaltgestein zu einem ja doch recht ansprechenden, aber düsteren Bau mit verwinkelten Nischen, Erkern, und man hat so ein bisschen das Gefühl, als wäre das eine Piratenfestung, die hier oben auf dem Silberberg thront, aber eine sehr luxuriöse Piratenfestung. Und auch zahlreiche Rotzen, die ihr dort oben erkennen könnt, die da wohl aufgebaut sind. Und wenn ihr dann die Treppe nach oben schreitet, dann wird sich ebenso wie eben bei den Bonarets einige Diener, die dann nach vorne treten und die Türen öffnen, euch nur zunicken. Und dann könnt ihr sehen, wie die schweren Stiefel von
Korragon Kugres nach unten treten. Ganz in Rot gewandelt, rotes Leder und ein rotes, glühendes, flammendes Schwert an seiner Seite gebunden. Ja, er ist einfach beeindruckend, wie er dann jetzt diese Wendeltreppe nach unten geht mit seiner roten Uniform. Und auch noch zwei Dukatengardisten an seiner Seite, die er wohl allerdings selbst nicht braucht. Er ist zwar, wie gesagt, ein sehr kleiner Mensch, aber seine Präsenz ist umso beeindruckender. Das ist fast wieder so wie so ein Brummen, was anschwillt, wenn er dann näher an euch herankommt. Und so eine Aura, die dann eure so ein bisschen verdrängt. Habe ich das richtig verstanden? Sein Schwert brennt? Es sieht so aus, als würde es brennen. Es ist roter Stahl, der leuchtet. Also es sieht aus wie Flammen, auch wenn es in seiner Scheide steckt. Also es ist ein ganz merkwürdiges Material, was du noch nie erblickt hast. Alles klar. Ich bin natürlich neugierig und mache erstmal einen Odin. Ja, kannst du gerne tun. Lass mir dabei Zeit. Also wenn sein Schwert brennt, sollte man zum Urologen gehen. Das ist aber kein... musst du dabei sprechen? Nein, du machst... Nee, muss ich nicht. Autsch. 28 Sternchen. Yep. Das Ding ist magisch. Du weißt nicht, was das wie. Also, es ist irgendeine Art Buntstahl. Mhm. Und kein aventurisches Metall. Und magisch, ja. Hey, kann ich dann noch. Ich weiß nicht, ist glaube ich Hüttenkunde. Hüttenkunde, ja, warum nicht? Muss ich gerade mal gucken, ob ich das überhaupt habe. Es ist, eigentlich ist es ist verarbeitet. Na ja, gut, passt doch, ist okay. Ja, ansonsten würde ich auch was anderes würfeln. Ich glaube, nämlich Hüttenkunde habe ich gar nicht, ne. Weil ich ja Geode bin. Ja, das hat er ja nicht, weil er keine Metallverarbeitung hat. Grobschmied habe ich, aber halt auf 3. Ja, weil ich Zwerg bin. Hilft dir nicht. Also es ist halt also... Ja, nee. Alchemie oder Metallkunde oder Grobschmied plus 15. Also du schaffst es nicht. Es ist einfach ein myranisches Metall. Du kennst es nicht. Ja gut, es ist ja in Ordnung. Ja, er kommt da, wie gesagt, mit seiner beeindruckenden Präsenz nach ungeschritten und gibt euch dann die Hand. Vor allem, nicht nur euch, sondern nur Zulamin. Ah, ich freue mich, dass ich euch hier begrüßen kann in der großartigen Villa Kugres, ne? Wie kann ich euch hier anzutreffen? Ich hatte bereits mit Diamantis gesprochen. Schade, dass er nicht hier ist, ne? Sagt nicht, dass er da draußen vor der Tür steht und Däumchen tritt, ne? Das wollen wir nicht hoffen. Ja, ich kann es an euren Augen erkennen. Er steht draußen vor der Tür, ne? Vielleicht ist dem so, vielleicht ist dem auch nicht so. Ich bin ein schlechter Lügner, es ist so. Er wollte Rafim ein bisschen Gesellschaft leisten. Rafim ist doch eine beeindruckende Kreatur, ne? Ich würde ihn nicht mehr als Menschen beschreiben, aber... ich hätte ihn gerne auf meinen Schiffen gehabt. Basaltfaust, das ist schon ein guter Anblick, wenn die von dem einen Schiff zu anderen rüberreiten, ne? Bestimmt. Und Abel, mir habt ihr ihn auch nicht mitgebracht, ne? Schade. Ja, er ist leider unpässlich. Aber dafür sind wir drei. Immerhin, Zulamin, ein wahrer, prachtvoller Anblick, nicht wahr? Ja, das ist so. Aber kommt, wollen wir uns nicht in diesen düsteren Gemäuern aufhalten? Die Sonne scheint und wir können noch etwas Licht auf diese grazile Dame werfen lassen, ne? Kommt mit, wir gehen dann nach draußen und loswandeln etwas im Garten, dafür ist er da. Natürlich. Wenn ich mir den Kommentar erlauben darf, es ist ein prachtvolles Schwert, was sie da führt. Ich habe so ein Metall noch nie gesehen. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Es ist aus Eshbatam. Ah. Wieso? Buntstahl. Ein myranischer Spelter. Meinen früheren Säbel habe ich abgegeben. Ne? Aber das ist doch kein Wunder bei diesem prachtvollen Stück. In der Tat. Als hätte Angosch selbst ein Auge zugedrückt bei der Fertigung dieses Prachtstückes. Sisi, das kann man so sagen, ne? Muss kostspielig gewesen sein. Ah, Signore, wir haben Endurium transportiert, mit der Lamea. Ihr habt das vielleicht gehört, ne? Na, habt ihr nicht, weil natürlich alles unter der Geheimhaltung unterliegt und da erzählt man natürlich einem dahergelaufenen Mittler daher nichts. Er zwinkert dir zu, das war wohl nicht ganz ernst gemeint, aber steht erstmal so im Raum. Ihr wart selbst im Güldenland, nicht wahr? Ah, si, Signore. Hatte uns ein dahergelaufener Mittelreicher nicht einstmals davon erzählt? Das kann sogar sein. Ihr meint Appelmier, ja? Appelmier? Hat er davon erzählt? Oder wer? Ich erinnere mich nicht so gut.
Vielleicht war es auch in meiner Zeit in Belhanka, dass ich ein Gerücht aufgeschnappt habe. Ah, Belhanka. Ah. Wir haben von einer Güldenland-Expedition gehört, die einen gefangenen Tierkönig gefunden hätte. Wart ihr da dabei? Die Lamea-Expedition. Ich war nicht dabei, aber ich habe davon gehört. Sie. Ihr kennt nicht zufällig jemanden, der dabei war? Nun, Harika ist tot. Ich meinte eher jemand Greifbareren. Hier in Alanfa war schwierig. An der Ostküste gibt es noch den alten Magier. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo er gerade rumläuft. Kann auch sein, dass er irgendwo in der Wildermark versagt ist, aber Dorian ist ein guter Mann und er war dort. Oh, den haben wir kennengelernt. Oh, den meinte ich, genau. Er ist tatsächlich in der Mark, er ist tatsächlich in der Partien versagt. Ja, die Wildermark. Nennt es doch, wie es ist. Dieser Ort ist verrot. Es besteht noch Hoffnung. Aber ich habe gehört, dass Dorian auch oft zu See fährt wieder. Er hat zwar die Lamia an der falschen Küste gelassen, aber nun, von Pericum aus kann man sicherlich auch gut segeln, ne? Zwinkert er wieder Jalan zu. Manchmal ist in Pericum nicht gern gesehen. Du auch nicht. Ich weiß, ich weiß. Und eine gute Schiffe gibt es in Pericum auch nicht. Dort ist... Bin gern gesehen in Pericum. Jedenfalls, das letzte gute Schiff hat jemand entwendet. Man sollte sich kein Schiff unter der Nase wegstehen lassen, ne? Aber man sollte sich auch keinen Admiral unter der Nase wegstehen lassen, ne? Ach, Coragon. Stehlen ist ein so harter Begriff. Nennen wir es Ausleihen. Nun, Dario und Paragon wurde nicht ausgeliehen. Den hat man nie wiedergebracht, ne? Naja... Zwinkert er euch wieder zu. Jetzt. Ja, aber vielleicht kommt er aus eigenem Antrieb wieder. Ja, das kann sein. Ich habe auch gehört, dass er wohl mächtig geworden ist. Was der eigentliche Grund ist, der uns hier hinbringt. Wir werden zumindest des Anstands halber mit eurem werten Anverwandten sprechen müssen. Bruder, nicht wahr? Wen meint ihr? Ist Alex. Alex ist nicht mein Bruder, ne? No, verzeiht. Onkel? Schweigen wir uns über die Verwandtschaftsverhältnisse aus. Er ist... Ich sage irgendwie so unausstellig. Ah. Er hat so eine Präsenz, eine Aura, sage ich irgendwie so. Nun, aber was tut man nicht alles, wenn man in einem großen Familienrat sitzt? Dolgur kann sich wohl noch mit ihm unterhalten. Dolgur Kurges und Salix, sie verstehen sich etwas besser. Ich habe mich doch etwas von ihnen entfernt. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass ich oft zur See fahre und wenn ich wiederkomme, ist er jedes Mal ein Stückchen widerwärtiger. Nichtsdestotrotz würde Fexka zornig auf uns herabblicken, wenn wir es nicht zumindest versuchen würden, ihm ein paar Dukaten aus dem Kreuz zu lernen. In der Tat. Ihr könnt es versuchen. Wo er doch so viel an meinem Sieg verdient hat. Ja, habt ihr davon gehört? Ja, davon habe ich gehört. Ich bin nicht überrascht, dass er etwas verdient hat. Weiß zwar nicht, wie er es gemacht hat, aber... wir auch nicht. Kuriose Sache das. Ja, also nicht kurios, dass ich den Schlinger bezwungen habe. Das war natürlich abzusehen, aber trotzdem. Vielleicht ist er uns deswegen ja milde gestimmt und bereit auf etwaige Geschäftsideen einzusteigen. Nun... Ich kann euch natürlich oben in seine Gemächer führen oder führen lassen, denn ich werde den Stock nicht betreten, aber vielleicht solltet ihr erst einmal mit Dolgur sprechen, der Glaubensbewahrer, ja? Natürlich. Wenn ihr uns das empfehlt, Coragon, dann werden wir dem so folgen. Er ist Inquisitor. Ich habe gehört, ihr wart auch einmal Inquisitor, ja dann? Nein. Nun, ich bin mir sicher, ich werde mich hervorragend mit ihm verstehen, aber... Nun, er ist Inquisitor der Boronkirche, zwinkert er wieder zu. Die Uhren ticken hier etwas anders, wie man sagt, ne? Die Winsalter Eier. Ja, mir wird gerade der Kragen ein bisschen enger, wenn ich an einen gewissen Stab denke. Oh, dann wird er sicherlich einige scharfkantige Fragen haben. Ultox, warum gehst du nicht schon mal und sprichst mit dem Mann, ja? Und ich gehe davon aus, er kennt euch bereits, Jalan. Ne? Ja, und warum, Coragon, zeigt mir doch euren Garten. Ich habe gehört, der Ausblick ist ganz hervorragend. Ich habe eine neue Rotz aufstellen lassen. Komm mit. Dann gehe ich schon einmal zu Dolgur. Zulamin, wollt ihr mich begleiten oder wollt ihr euch den Garten anschauen? Zulamin bleibt natürlich bei mir,
Er legt so ein bisschen seine Hand um die Hüfte. Also schmeichlerisch. Dann wäre das ja entschieden. Dann gehe ich wohl alleine zu Dolgor. Gut, viel Spaß, Boltax. Lasst euch keine Weihe aufschwatzen. Doch bereits geweiht. Herrin Sumu. Glaube nicht, dass man... Sulamin, dir fällt auf, dass Korragon sehr interessant riecht. Also so eine Mischung aus Leder und Männlichkeit. So ein bisschen Moschus ist mit drin. Also oh, diese Aura ist einfach erdrückend. Er ist charismatisch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also er ist halt nicht hübsch. Vor allem fehlt ihm auch ein Auge, ne? Und es ist einfach pure Männlichkeit, die dir ins Gesicht springt. Okay, Sulamin fügt der Liste an Gründen, warum wir ihn rekrutieren sollten, gedanklich ein paar weitere hinzu. Ja. Zum Glück bin ich da, um jede aufkommende Spannung sofort wieder zu picken zu dürfen. Ja, und so mit Sulamin Hand an der Hüfte führt er euch dann in Richtung seines großen Bastion, also so eine kleine erhöhte Position und mit aufgeschütteten Sandwellen und ein großer Rotze, die da steht, die ja doch sich nicht mit euren Rotzen messen kann. Sie ist wahrlich etwas größer und höchstwahrscheinlich etwas teurer. Also das gesamte Geld, was Korragon irgendwie verdient, fließt höchstwahrscheinlich in diese kleinen Spielzeuge. Zumindest bei Jana sich die Zeit ein bisschen hier mit vertreiben, irgendwie über die Vorzüge zwergischer Metallgrußes zu fachsimpeln. Oder wie auch immer. Denn ich habe hier nicht wirklich irgendwas vor. Gut. Boltax kann sich dann von einem der Diener zu dem Großinquisitor Dolgo Kugris bringen lassen, der wohl auch hier im Garten sitzt, wohl aber in einem Pavillon, der mit schwarzer Seide verhängt wurde. Und wenn du eintrittst, die Seide wird beiseite gezogen, es ist ziemlich finster hier drin, kannst du sehen, wie er sich wohl mit drei, vier Frauen unterhält, allesamt kahlgeschoren und ein großes Bohrenrad in die Stirn geritzt. Mit irgendwie Salz reingerieben, du bist es nicht ganz sicher, zumindest blutig rot leuchtet es, auch wenn es nicht blutet, aber das müssen einfach Fanatiker sein. Gibt ihnen da wohl irgendwelche leise gehauchten Aufträge und wendet sich dann dir zu. Bohren zum Gruße, ihr müsst Dolgur sein, nicht wahr? Bohren mit euch, was kann ich für euch tun? Nun, der Herr Korragon meinte, ich solle mit euch sprechen, wenn es darum geht, nun, sich einzustimmen auf das Gespräch mit eurem Verwandten Salix. Und ihr wollt mit Salix sprechen. Nun, ja, wisst ihr, wir haben uns ja dem Kampf gegen die Heptarchien verschrieben und schon einige sehr erfolgreiche Erfolge errungen. Zum Beispiel, nun ja, den schwarzen Drachen zu Fall gebracht. Oh, das habe ich fantastisch gemacht. Oder, nun ja, den Buckligen von hinten mit meinem Dolch. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist unser nächstes Ziel die schwimmende Heptarchie und dafür benötigen wir, nun ja, Unterstützung und die wollten wir bei Salix erbitten. Nun, zumindest wollten wir es versuchen. Ich würde davon ausgehen, dass er euch nichts geben wird. Wohl aber könnt ihr mit ihm sprechen. Ihm steht wohl nichts entgegen. Er hat gegenwärtig keine Termine. Das ist erfreulich zu hören. Habt ihr denn einige Empfehlungen, wie wir uns im Gespräch mit Salix verhalten sollen? Immerhin scheint er euch ja recht nahe zu stehen. Nahe steht ihm wohl niemand mehr. Wie meint ihr das? Dass er nicht viele Freunde hat. Nun. Und man kann sich seine Verwandten nicht aussuchen. Was macht ihn denn so, unausstehlich? Das habt ihr gesagt, aber wenn dem so ist, ja. Tja. Sagen wir so, er ist raffgierig, goldgierig, neidisch, geizig. Aber er scheint ein gutes Händchen für Wetten zu haben. Er hat wahrlich Glück im Spiel. Stimmt. Ja, immerhin hat er auf den richtigen gesetzt, der den Schlinger umbringt. Habt ihr davon gehört? Ich hab davon gehört. Allerdings wettet Salix nicht. So, aber er hat doch Geld gewonnen. Er hat Geld bekommen, aber nicht gewonnen. Das müsst ihr mir erklären. Eine Versicherung. Er hat nicht auf die Kämpfe gewettet, sondern in den gleichen Topf eingezahlt und eine Versicherung gegen den Tod des Schlingers abgeschlossen. Einige rechts
Gelehrte, die er beauftragt hat, die diese Lücke gefunden haben. Mit so einer Versicherung gewinnt er ja quasi immer, wenn ich das richtig verstehe. Er kann nicht verlieren, korrekt. Und so reichert sich sein Geld mehr und mehr an. Das ist beeindruckend. Er hat noch zahlreiche andere Versicherungen abgeschlossen, aber wetten tut er nicht. Er verlässt sich nicht auf das Glück von anderen, sondern vielmehr auf sein eigenes. Er ist viel zu geizig, um sich auf andere zu verlassen. Dann muss er wahrlich viel Geld haben, wenn er keines verlieren kann, sondern es sich immer nur mehr und mehr anreichert. Beeindruckend. Na, vielleicht hatte er trotzdem keine Verwendung für das Geld. Ja, Salek sagt immer, Macht macht nicht glücklich, aber sie entschädigt dafür, nicht glücklich zu sein. Nun, das sehe ich anders. Glück ist nichts, was man greifen kann, und Glück ist nichts, das sich verringert, wenn man es teilt. Macht aber schon. Tja. In diesem Fall. Wie gesagt, glücklich ist er nicht. Zwar glücklich im Spiel, aber seine Seele ist wohl zerfressen, wenn ihr mich fragt. Inwiefern? Was meint ihr damit? Dass er einfach nicht glücklich wird in seinem Leben. Egal, wie viel Geld er verdient oder bekommt. Mit Verdienen hat das, glaube ich, nichts mehr zu tun. Er bekommt Geld, aber... Also, meint ihr damit... Das erfüllt ihn nicht. Er ist immer weiter. Er hungert nach mehr und mehr. Er ist quasi unersättlich. Gehetzt, möchte man meinen.